Tabellen sind eine gute Möglichkeit, um komplexere Informationen übersichtlich zu gestalten. In den Materialien findest du ein PDF mit einem Stundenplan, den es so mehr oder weniger zu kopieren gilt. Dabei lernst du die Grundtechniken in der Arbeit mit Tabellen kennen. Und in der zweiten Datei geht es stärker darum, Tabellen eleganter und übersichtlicher zu formatieren. Dazu aber später mehr. Beginnen wir mit einer neuen leeren Word-Datei und fügen gleich eine Tabelle ein. Es gibt hier einen speziellen Bereich zu den Tabellen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Tabelle einzufügen. Zunächst einmal über das Menü Tabelle einfügen, Tabelle. Du kannst sie von Hand zeichnen, wenn du ein bisschen eine kompliziertere Tabelle brauchst, oder über diesen Befehl hier. Nun, wir brauchen eine sehr große Tabelle, die hier an Grenzen stößt. Deshalb wählen wir den Befehl Tabelle einfügen und wählen 6 Spalten und 13 Zeilen. Sonst nehmen wir vorerst nichts vor an Formatierung, sondern beginnen gleich mit der Eingabe der Inhalte, allerdings nicht ohne vorher noch die Textgröße zu ändern. Du hast gesehen, ich bin ein bisschen außerhalb der Tabelle auf dieses Rechteck gegangen. Mit einem Klick wird die ganze Tabelle ausgewählt und jetzt wähle ich als Schriftgröße 10 und als Schriftart wiederum meine meistgehasste Schrift Arial. Und jetzt beginnt der Inhalt. Die erste Zeile lassen wir leer, damit ich alles neben mir sehen kann, mache ich die Fenster etwas kleiner und die Zeiten beginnen auf der dritten Zeile.